Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Catalan Co-ops aus der Early Access. Wir sind auf dem Weg zu unserem Feld Nummer 16. Wir haben ja gerade die Maschine aufgefüllt mit Saatgut. Da hatten wir nichts. Und ja, wir sind dann jetzt unterwegs zum Feld und können hier ein bisschen so auch die Gegend noch genießen, weil der Autopilot fährt. Ich brauche nicht so genau gucken. Da haben wir einen schönen Autohändler. Autowerkstatt. Da ist ein Supermarkt. Und da ist ein Auto ohne Vorderreifen. Ah, jetzt hat er einen. Sah schon ein wenig merkwürdig aus. Also so aus der Entfernung, die Reifen sind noch nicht ganz so da, ne? Also nicht alle jedenfalls. Einige schon, andere nicht. Die Felder, ja, die müssen wir mal irgendwann noch kaufen, ne? Die gehören uns nicht. Kommen wir eigentlich bei Feld 3 vorbei, wo da einer am Säen ist? Ich weiß es gar nicht. Oh, da oben steht ein einsames Haus. Zurück fährt er jetzt relativ besser. Hin hat er mal so einen kleinen Schlenker gemacht in der letzten Folge. Ist einfach mal in die Wiese abgebogen. Kann man machen, muss man aber nicht. Schöner Bach. Und ja, es funktioniert soweit schon ganz gut mit dem Autopiloten. Klar, Verbesserungen gibt es immer. Aber sie arbeiten ja auch noch dran. Ne? Ich habe es in der letzten Folge schon erzählt. Entwickler haben ein Statement rausgegeben, dass sie das mit der aktuellen Teamgröße nicht 2019 schaffen werden mit dem Release. Es wird also definitiv erstes oder auch möglicherweise auch zweites Quartal 2020 werden, also Anfang Mitte 2020 irgendwann. Und ja, die Zeit bis dahin werden sie überwiegend nutzen, um die bisherigen Funktionen, die da sind, weiter auszubauen, zu verfeinern, zu optimieren, auch Performance-Optimierung natürlich und vor allen Dingen auch Fehlerbehebung. Gibt es ja auch noch einiges an Bugs, die wir auch schon so oft gefunden haben, wie Spurhalteassistent auf dem Feld. Da funktioniert mit Lenkrad nicht. Oder nur mit Tricks. Ein bisschen schade, aber ja, ist einfach halt so. Ne? Müssen wir halt aufs nächste Update warten, wo das dann behoben ist. Und so, Zielpunkt erreicht. Aber jetzt fahren wir von alleine weiter. So, hier haben wir Feld 16. Ich überlege gerade, das machen wir am besten. Von hier unten aus, ne? Wo wir da anfangen. So, ich muss gerade mal gucken. P war Einstellung, genau. Arbeitsbreite. Moment, ich klappe gerade mal die Maschine aus und stelle mal den Trecker in bessere Richtung. So, P. Das geht auch noch nicht ganz weg. Klappen wir mal das Maschinchen aus. So, die Arbeitsbreite 6 Meter müsste ja passen. Parallelbahnsystem. So ist das richtig. So. Oh, muss ich die Maschine einschalten?
Ich weiß es gerade gar nicht. Oder seht die? Nein, ich muss sie einschalten. Okay. Wissen wir das auch? Aber wir können auf die Art schon mal ganz gut das mit der Spurhaltung machen. Das ist schon eine ordentliche Hilfe, finde ich. Egal, ob ich jetzt von innen oder von außen fahre. Das hilft ungemein. So. Jetzt müssen wir hier drehen. Und der springt dann automatisch auf die nächste Spur. Und wir sehen hier, wo wir fahren müssen. Also schon allein das hilft jetzt sehr, finde ich. Und ja, wenn das dann mal mit der Spurhaltung funktioniert, wie gesagt, mit Lenkrad gibt es da einfach noch gerade den Bug, dass es nicht wirklich tut. Also wenn man ohne Lenkrad spielt, also nur mit Tastatur, die haben da kein Problem anscheinend, da funktioniert das. Aber mit geht's halt noch nicht. Oder nur mit Tricks. Man muss anscheinend das Lenkrad hier, der Trick ist, man muss das Lenkrad wohl in die Dead Zone bringen und dann einmal kurz mit Tastatur steuern. Können wir gleich mal probieren. Und gucken, ob das funktioniert. Muss nur gerade mal gucken. Was denn hier unsere Taste dafür war. Mit welcher Taste habe ich denn das eingeschaltet? Das ist noch die Frage. Haben wir das hier drin? Wieso habe ich hier eigentlich kein Ding vom Corn King? Ja, ist abgesenkt, sehr gut. Machen wir es halt so. Also wie gesagt, ich müsste die, also ich brauche eine Dead Zone von 0,1, 2, 0,3 so um den Dreh rum für das Lenkrad. Muss das Lenkrad in die Dead Zone bringen und müsste das Ganze dann irgendwie kurz mal links-rechts mit Tastatur machen. Und dann funktioniert das wohl. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wie ich das aktiviere. Welche Taste ich dafür genommen habe. War das Ü? Hier sehe ich das doch, oder? Nö, keine Ahnung. Ich müsste in den Tastatureingaben, also in Einstellungen nachgucken. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Komplett vergessen. Ups, 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 ups. Nein, da müssen wir hin. Da sind wir richtig. So.
Insgesamt funktioniert das aber ganz gut hier mit der Spur. Also mit dem, allein dieser Assistent hier, die Linien, die sind mega. Die erleichtern Leuten wie mir das Ganze ungemein. Und wenn dann die Spurhaltung auch nochmal richtig funktioniert, dann wird das Ganze natürlich nochmal besser. Da weiß ich nur gerade nicht, welche Taste ich dafür genommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, Ö ist das. Okay. Dann können wir es gleich nochmal probieren. Dann können wir das gleich nochmal probieren. Wir gehen nochmal in die Ansicht. Und... ups, da haben wir ja schon. Hier sind wir richtig. So. Wie gesagt, ich muss das Lenkrad jetzt in die Dead Zone bringen. Ja, sieht gut aus. Jetzt hält er. Manchmal muss man noch kurz links rechts auf der Tastatur machen. Das hängt auch ein bisschen vom Lenkradtyp ab. Bei mir seht ihr, jetzt hält er gerade schön. So muss das sein. Aber das Lenkrad muss sich definitiv in der Dead Zone befinden. Also sonst kriegt er das nicht. So kann ich jetzt natürlich viel besser die Maschine hier hinten im Blick behalten, wenn ich weiß, dass der vorne vernünftig fährt. Das macht es ungleich einfacher. So. Maschine runter und wir fahren. Und er hält einfach die Spur. So muss das funktionieren. Hält er die Spur? Bis jetzt sieht es noch so aus. Hm, doch, er macht's. Okay. Passt. Passt, passt. Wunderbar. Und dann kann ich hier hinten nämlich wunderschön die Saatgutmaschine im Auge behalten. Während der Trecker einfach dafür sorgt, dass wir in der Spur bleiben. Das ist toll. Also es ist vor allen Dingen später mal, also wenn wir mal pflügen und so wieder, ist das vor allen Dingen für mich eine enorme Hilfe. Ups, hier war ich ja schon. Da waren wir schon. So. Wir senken mal ab. Und Spurhalteassistent hält. Und ich kann mich hier einfach auf die Maschine konzentrieren. Und gucken, dass die alles richtig macht. Während der guckt, dass er hier vorne alles richtig macht. Schön. Ich brauche nicht mal groß Tasten drücken. Ich muss nur gucken, dass das Lenkrad in der Dead Zone ist. Und dann funktioniert das bei dem G29 anscheinend. G27 und G25, da muss man wohl ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Da muss man dann zum Teil wohl auch wirklich... wie gesagt, kurz links rechts auf der Tastatur. Also Lenkrad erst in die Dead Zone, dann links rechts auf der Tastatur und dann hier sind wir richtig, ja. Und dann funktioniert das anscheinend.
Das links-rechts kann ich mir aber hier, wie gesagt, sparen. Das G29 ist in der Hinsicht etwas besser. Oder passt besser. Da funktioniert es auch so. Aber wie gesagt, da wird wahrscheinlich bei Zeiten noch ein Bugfix zu rauskommen, gehe ich mal von aus. Dass das mit dem nächsten Update dann auch behoben wird. Schön wäre natürlich, wenn man mal ganz ohne Dead Zone arbeiten könnte, aber das geht im Moment noch nicht. So 0,2, 0,3, die braucht man einfach. Oder 0,1 bis 0,3, irgendwie ein bisschen abhängig wohl auch vom Lenkrad. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Ja, hier sind wir jetzt. So, müsste jetzt tun. Ja, macht er auch, sehr gut. Hält schön die Spur. Werden wir mal das Licht anmachen können. Sehr gut, dann haben wir das auch eingesät. Wir haben gar nicht mal so viel verbraucht, wir haben noch einiges drin. Ich habe Fernlicht angemacht. Ich wollte eigentlich die Maschine anheben. So. Ich weiß gerade gar nicht, wie kann ich denn das komplett deaktivieren wieder. Jetzt machen wir hier nochmal. Das geht dann nicht mit dem Ding. Wahrscheinlich muss ich P drücken, um das dann mal komplett abzuschalten. So, den hätten wir. P Parallelsystem aus. Jetzt ist es aus. Ich fahre gerade mal ganz frech hier über die Straße. Weil wir müssen natürlich hier vorne auch noch. Aber auf der Seite vom Baum. Hier natürlich auch noch. Oh, und wir müssen, fällt mir gerade ein. Na, wobei, müsste so gehen. Müsste so funktioniert haben. So. Klappen wir die ganze Geschichte ein. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir mal ans nächste Feld gehen, ne? Mit dem Einsäen. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.